Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, wir haben heute den 20.05. Ja, jetzt gerade 10 Uhr morgens. Ist relativ spät schon wieder für mich. Und ja, wir haben 5 Tage jetzt überlebt. Das ist ganz nice. Und ich kann euch schon mal so viel sagen. Mein Server wurde mittlerweile schon gefunden. Ja, wenn wir mal in die Post reingehen, dann sehen wir schon hier, dass hier jemand mir eine Nachricht geschrieben hat und hat hier auch geschrieben, hey, hallo, was geht? Ne, und hat mich quasi über die Namen ja, oder Charakter importieren Funktion gefunden. Das heißt, er ist wohl alle Server durchgegangen, hat immer meinen ja, Dorze Undercover-Namen genommen, ne, der dann jetzt nicht mehr so undercover ist und hat sich dann durch die Server durchprobiert. Ja, aber Ehre geht raus an ihn. Er hat mich hier nicht angegriffen an der Stelle. Das heißt, wir haben hier schon mal keinen Tod, was das angeht. Dann der nächste im Chat hat sich hier einen Account erstellt. Ja, ist der Gilde gejoint, hat Moin Dorza geschrieben und hat die Gilde wieder verlassen. Ja, muss man an der Stelle sagen, ist auch lustig und hat mich auch nicht angegriffen. Deswegen an euch beide, Kuss und Gruß geht raus. Trotzdem ist an Tag 5 heute mit Stufe 31, ich habe noch nichts gemacht, weil heute ich bin ja jetzt erst zum Spielen gekommen, sag ich mal. Und trotzdem ist der Tag bzw. die Challenge für mich jetzt an Tag 5 gelaufen. So, ich habe lange überlegt, ob ich sie weitermachen soll oder ob ich das jetzt an der Stelle beenden soll. Ich hatte ja von Anfang an gesagt, wenn mein Account durch irgendwas sterben sollte, ja, dann wird der Account gelöscht. So. Und ja, ich hatte noch überlegt, durch vielleicht Gildenkämpfe oder sowas, keine Ahnung, könnte man eventuell eine Ausnahme machen, aber da das ja wirklich Shakes and Fidget Hardcore Survival hier ist und quasi ein Leben, ja, ein Leben ist, so, ne, egal ob du nun drauf gehst oder nicht, habe ich mir gedacht, heute an Tag 5, ja, brechen wir das Ganze ab, denn wir sind einmal im Gildenkampf gestorben und zweimal im Raid. Das Ding ist, ich hätte rausgehen können, wenn ich wirklich, wenn ich es wirklich so tryhard-mäßig durchziehen hätte wollen, dann wäre ich aus der Gilde rausgegangen. Ich muss sagen, ich habe es dann irgendwann auch verpeilt, hatte meine Alu gespielt, 10 Stunden Stadtwache reingemacht und dann nachher nicht mehr geguckt, großartig. Und dann war es da auch geschehen schon so, ne, mit dem Gildenkampf. Und das Lustige ist, tatsächlich, ich bin ja hier auf der Zweite, der rankommt, dort zu Undercover. Ich hatte mich, glaube ich, ich hatte mich auch angemeldet für den Fight hier. Ich habe sogar einen mitgenommen, tatsächlich, ja. Das ist sehr erfreulich, muss ich mal so sagen. Und ja, wie gesagt, ich hatte lange überlegt, ob ich die Challenge jetzt weiterlaufen lasse oder nicht. Aber ich wollte es unbedingt so haben. Das ist ja jetzt auch, wie gesagt, erstmal nur so ein Pilotprojekt. Es hat mir jetzt die 5 Tage sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich jetzt 5 Tage belagert mit den Videos. Ja. Und ja, manche fanden das Projekt interessant, manche nicht. Am Ende des Tages, ja, mache ich das, was mir am besten gefällt. So, ne? Und mir hat das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ihr seht auch schon, in der Festung bin ich hier auch ein bisschen weit, habe hier ein bisschen ausgebaut. Alles Free-to-Play natürlich. Ne? Und ja, nur ist halt jetzt eben mein Account jetzt hier gestorben. So, ne? Das ist halt ja, das Ding und deswegen wird er auch gelöscht. Ich habe sogar meinen ersten Geschick Edelstein hier bekommen, das ist natürlich ganz nice. Und ja, mein Charakter, das muss man so sagen, er ist halt nicht durch Arena-Kämpfe gestorben, wie ich erwartet hätte, dass, ja, keine Ahnung, da mir Leute einen Strich durch die Rechnung machen. Deswegen vielen lieben Dank an alle Leute, die da, obwohl sie meinen Server auch gefunden haben, mich nicht angegriffen haben. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Deswegen Dankeschön an euch an der Stelle. Aber von mir aus, ja, ist die Challenge jetzt, sag ich mal, so hier beendet. Wir können noch unsere Free Tries in den Dungeons machen. Wir schauen mal, wie weit wir hier noch kommen, bevor wir dann das erste Mal offiziell hier irgendwo sterben sollten. Ne? Aber ich denke mal, ich bin für den ersten Run, sag ich mal, bin ich zufrieden.
Ja, da kann man definitiv noch mehr rausholen. Und falls ich sowas nochmal machen sollte, dann werde ich auf keinen Fall irgendwie den Namen vorher bekannt geben oder so, sondern dann werde ich wahrscheinlich wirklich so schön für mich halt vor mich her datteln, in irgendeine random Gilde einfach reingehen und dann halt, Alter, wie viel auch liegt hier, ne? Und dann halt eben dort ein bisschen meinen Spaß haben. Natürlich dann auch mit einem kompletten random Namen an der Stelle, ne, dass man halt auch gar nicht drauf kommen könnte, dass ich das bin. Also jetzt nicht hier sowas wie Dorza Undercover oder so, ne? Da kann man ja schon, denke ich mal, drauf kommen, dass ich das sein könnte, ne? Und an die Leute, die sich fragen, auf welchem Server ich gespielt habe, ja, ich, boah, Digga, das läuft ja hier wie ein Länderspiel, ne? Ich habe auf Server 21 international gespielt, ja. Hier sind die ersten Leute oben in der Rangliste. Hier ist sogar noch der Lieutenant am Start. Ich glaube, der spielt auch nicht mehr aktiv großartig. Oder free to play, ja, keine Ahnung. Ja, das ist der Server gewesen. Mal schauen, wir haben bisher wirklich, also ich hätte noch hier viel, viel mehr rausholen können, sehe ich an der Stelle, ne? Stufe 32 und noch kein einziges Mal gestorben, ey. Da hätten wir uns hier noch ein bisschen mehr. Also ich wollte es wirklich. Ich wollte ja wirklich, dass hier. Okay, den schaffen wir, glaube ich, nicht, oder? Der hat so viel Leben. Nee, jetzt gehen wir hops. Ja, ich wollte wirklich auf ziemlich, ziemlich safe spielen, ne? Und ja, es ist halt beachtlich, weil wir haben. Jetzt sind wir gestorben. Warum wurde mir der Kampf jetzt nicht angezeigt hier? Hallo? Das ist ein bisschen komisch. Ja. Kann sein, dass ich vielleicht ja, mittlerweile auch irgendwo abgefarmt worden bin oder angegriffen worden bin und ja, verloren habe und ich habe es nicht mitbekommen irgendwie. Ne? Auf jeden Fall wurde es mir halt nicht angezeigt. Ne? Dungeon Fights und sowas habt ihr ja gesehen, habe ich hier eh nicht großartig gemacht und Arena-Angriffe auch nicht. Weil die werden ja auch angezeigt so. Ne? Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Vielleicht buggt das hier und da mal so. Ne? Aber ich habe es jetzt so gut es geht halt versucht euch ja, mitzuteilen und zu zeigen, dass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Ja, bringt mir ja selbst nichts, wenn ich mich selbst bescheiße hier so, ne? Deswegen, ja, ist das jetzt nicht weiter wild. So, ja, für mich heißt das jetzt hier an der Stelle Arrivederci, Eierbeutel. Ist ja jetzt sehr kürzlich der Gilde gejoint hier, oder was? Wo ist denn der jetzt schon wieder? Oder ist der schon wieder raus? Nee, der hat Stufe 10. Ach so, der ist schon 130. Ah, okay. Ich hab grad gedacht, der ist Level 10 gekommen. Nee, da habe ich mich gerade verguckt. Aber ist auch schon spät. Ja, es sei mir ja gegönnt. Keine Ahnung. So, verwalten. Und jetzt gehen wir mal Charakter komplett aus der Spielwelt. Ich glaube, ich weiß mein Kennwort gar nicht mehr großartig. Ich rate einfach mal. Ja, das habe ich komplett vergessen. Warte mal. War es das? Ich glaube, das war's. Bist du sicher, dass du deinen Charakter aus der Spielwelt löschen willst? Dein Charakter geht hierdurch unwiederbringlich verloren. Ja. Boah, auch noch die E-Mail-Adresse hier. Okay, also ja, ich habe jetzt das falsche Kennwort hier am Start. Ich habe tatsächlich mein Passwort vergessen. Das ist ein bisschen low jetzt an der Stelle. Ja, ich weiß es absolut nicht mehr. Ja, Kennwort vergessen. Ist halt so. Ja, dann nehmen wir den einfach so raus. Ich werde ihn nie wieder großartig anfassen an der Stelle. Ja. Aber ich hab mein Kennwort komplett vergessen. Ich könnte es mir jetzt auch anfordern, so. Ja, könnte ich nochmal hier neu machen lassen und dann ein neues Passwort und dann ihn dann löschen. Aber das ist mir jetzt, muss ich ehrlich gesagt sagen, ein bisschen zu umständlich. Deswegen, aber für mich ist die Challenge durch. Da passiert nichts mehr großartig auf dem Account. Ja, man kann ihn vielleicht noch für die Nachwelt bewundern, so für die Leute, ne, als Pilotprojekt dieser Challenge. Aber für mich ist das Ding jetzt auf jeden Fall durch. Und ja, war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung.
Ich denke mal, ich werde es in der Zukunft nochmal irgendwann wieder machen. Wie gesagt, falls ich mal so Bock habe, irgendwo mal in so eine kleine Gilde reinzuschnuppern. Und ja, kann man ja, also macht auf jeden Fall Spaß. Wenn die Gilde noch ein bisschen aktiver wäre und ja, die Leute nicht wissen, wer man ist, dann macht es, glaube ich, noch ein bisschen mehr Spaß. Hier war ja wirklich gar nichts mehr los in der Gilde. Das, ja, dann kann man sich noch so ein bisschen unterhalten, so, ne? Und ja, sich halt eben als jemand anders ausgeben, ist eigentlich ganz lustig. Aber ja, für das Video und diese Challenge soll das heute erstmal soweit gewesen sein. Ja, wenn ich die Gildenkämpfe und Raids nicht mitgezählt hätte, dann könnte man definitiv noch weiter überleben, so, ne? Und auch die Arena-Angriffe, wie gesagt, man kann es ein bisschen ausweiten, das Ganze, ne? Aber für meinen jetzigen Versuch habe ich halt wirklich den Account, wenn er einmal gestorben ist, sei es egal wo, dann ist er halt tot. Das ist halt wie Real Life so, ne? Ist halt ein sehr, ja, Real Life getreues Game, das Ganze hier. Und deswegen, was soll es das auch für die Challenge soweit gewesen sein? Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Thank you.